Hi, herzlich willkommen bei Strandkorbtester.de. Heute testen wir wieder mal einen schönen Strandkorb für euch, und zwar den Rustikal 15Z in der Preiskategorie unter 1500 Euro. Den haben wir online bestellt, der kam in einem großen Paket à 50 Kilo und haben den gestern aufgebaut. Was würdest du schätzen, Christian? Zwei Stunden? Zwei Stunden. Zwei Stunden. Im Vergleich zu all den anderen, die wir bisher aufgebaut haben, wirklich der beste, was den Aufbau betrifft. Die Anleitung, schaut mal, die ist wirklich gut gemacht. Jeder Schritt ist einzeln beschrieben. Und unser Aufbautipp ist allerdings das hier, das ist mitgeliefert, ne? Die Scherzkekse. Damit soll man den aufbauen. Das funktioniert nicht. Ich würde euch vorschlagen, kauft euch im Baumarkt hier so einen, den man hier mit so verschiedenen Bits ausrüsten kann, mit Kreuz und mit diesem, wie heißt das? Imbus. Ne? Oder Sechskant. Sechskant, ja, den kann man damit, und kann man auch richtig Kraft aufwenden. Das ist Spielzeug. Also damit baue ich nicht den Strandkorb zwei Stunden auf. Also das ist nett gemeint. Macht einen sehr guten Eindruck. Was uns sofort beim Aufbau aufgefallen ist, ist, dass der dieses schöne Akazienholz hat. Das ist für diese Preisklasse ungewöhnlich. Das ist ein recht wertiges Holz. Das haben die hier so schwarz lasiert. Was ebenfalls sehr schön ist, ist hier dieses Geflecht. Ja, das ist bei diesen anderen günstigen Strandkörben eher sehr empfindlich. Dieses ist hier echt richtig schön stabil. Und wenn man hier so rüberfasst, dann hat das auch so einen Naturoptik-Look. Also das fühlt sich an, das sieht auch ein bisschen aus wie Natur. Es kommt dem schon sehr nahe. Also das sieht man sonst nur bei so wertigeren Körben. Und hier auch, ne? Die Schrauben, guck mal, wie schön die hier verarbeitet sind. Also hier auch, hier haben sie so einen schönen Stopper. Also beim Stoff, der ist und bleibt empfindlich. Das heißt, ihr müsst zwingend da eine Hülle drüber machen. Nach jeder Benutzung, also abends. Und ich würde ihn persönlich auch im Winter nicht draußen stehen lassen. Ich würde ihn irgendwie unter einen Carport stellen oder irgendwo, wo er vor Frost und Wind und Wetter geschützt ist. Weil man kann hier im Gegensatz zu den anderen den Stoff nicht rausnehmen. Na, also man kann weder dieses Sitzkissen noch den Stoff halt rausnehmen. Daher würde ich jetzt bei diesem Modell besonders darauf achten, dass der irgendwie geschützt wird. Dann haben wir hier die Fußstützen, wo wir gestern geschmunzelt haben, weil das haben wir so auch noch nicht gesehen. Aber eigentlich eine ganz figelinsche Sache. Man zieht die hier raus, die stoppen hier und dann kommen die so daher. Und normalerweise haben wir die immer mit solchen Schienen oder die sind irgendwie einfach anders. Aber es erfüllt seinen Zweck. Wir haben hier so eine schöne Markise. Die ist auch hier mit so einem Ding, das ist eigentlich auch ganz praktisch. Und ein Tischchen dabei. Können wir zurückstellen. Was man hierbei sehen muss, ist, es ist kein Vollliegekorb. Also wir können hier nicht wie in einem Bett drin liegen. Ich persönlich finde es nicht so schlimm. Ich liege äußerst selten völlig in der Horizontalen im Strandkorb. Mir reicht das persönlich, wenn man einfach schön sitzen kann. Man kann ihn auch noch ein Stück weiter zurückstellen. Und er ist auch gut bequem. Hier würde ich mich nicht draufsetzen. Das ist wirklich einfach nur so für die Füße, weil dafür sieht man hier, das ist nicht irgendwie mehrfach verleimtes Holz oder so, ne? Aber es ist grundsätzlich solide, kann man gut machen. Das Akazienholz hält eine ganze Menge aus, trotzdem würde ich dem, wenn ihr den in den Rasen stellt, im Winter auf Steine oder auf eine Europalette stellt, damit der von unten Luft bekommt. Und ansonsten gibt es auch so schöne PE-Gleiter im Baumarkt, die man da drunter stellen kann, dass er einfach nicht immerzu in der Feuchtigkeit steht. Ich bin rundum zufrieden, war überrascht. Auf den Internetbildern wirkt er ehrlich gesagt hässlicher, als er eigentlich ist. Also wenn man ihn so aufgebaut sieht, mit der grauen Farbe, dem Holz und dem Geflecht, ist das ein richtiger Hingucker. Hätte ich nicht gedacht, dass er so hübsch ist. Und so komfortabel, er lässt sich gut aufbauen, ist also eine rundum gute Sache. Ja, schaut gerne nochmal auf unsere Internetseite, da haben wir alle Eckdaten zu diesem Strandkorb zusammengefasst, auch euch ein paar Bilder hinterlegt, die Maße nochmal aufgeschrieben und eine Menge Zusatzinfos, was Pflege und alles angeht. Da könnt ihr das schöne Stück auch kaufen über unsere Seite. Und wenn euch dieses Video gefällt,
liked gerne und schaut euch unsere anderen Videos an. Bis dahin, wir wünschen euch einen schönen Sommer mit eurem neuen Strandkorb.